Ein herzerfrischendes Hallöchen an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Vendiff und es geht weiter mit Let's Play Risen. Wir haben in der letzten Folge Broga besiegt und werden ihn jetzt auch noch drohen, ihn beim Mund zu verraten. So, Kollege. Jetzt wird abgerechnet. Ich hau dich beim Don in die Pfanne. Was? Womit denn? Mit der Schutzgeldsache? Das ist doch wohl ein Witz. Nein, ich fürchte, das ist bitterer Ernst. Du wagst es tatsächlich? Na gut, ich will mich nicht schon wieder mit dir schlagen. Ich werde die Füße stillhalten, aber glaub bloß nicht, dass das kein Nachspiel hat. Ich bitte darum. Wär sonst zu langweilig. Geh mir aus den Augen. Was ist? Ich will spielen. Hast du noch was für mich? Mir fällt gerade nichts ein. Außerdem hast du doch bestimmt noch Besseres zu tun, als zu spielen, oder? Vielleicht ein anderes Mal. Okay. Mit Lorenzo werden wir nochmal reden, allerdings erst später. Übrigens, Broga ist erledigt. Na endlich. Ich konnte diese miese Geschichte schon fast nicht mehr ertragen. Das hast du sehr gut gemacht. Das will ich meinen. Hier ist deine Belohnung. Noch eine Bitte. Wäre besser für uns beide, wenn mein Mann von dieser Affäre nichts erfährt. Kann ich mir vorstellen. So, wenn du jetzt nichts Wichtiges mehr hast, werde ich mich wieder meinen Aufgaben widmen. Wie sieht's mit einem Platz zum Schlafen aus? Nimm doch Brogas Hütte. Ich glaube nicht, dass sie dir jetzt noch von jemandem hier im Lager streitig gemacht wird. Danke. Eine Bretterbude im Sumpf, das nenne ich doch mal ein Zuhause. Okay. Gut, übrigens, können wir jetzt mit Ihrem Mann sprechen? Ich will mit deinem Mann sprechen. Natürlich. Jeder muss mit meinem Mann sprechen. Der Don ist beschäftigt. Und solange das so ist, habe ich hier das Sagen. Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Also nochmal, Don Esteban ist beschäftigt. Warum sollte ich alle anderen wegschicken und bei dir eine Ausnahme machen? Weil ich ein netter Kerl bin. Du kriegst gleich was hinter die Löffel. Solange du nichts Wichtiges für den Don hast, brauchst du mich auch nicht mehr nach einer Audienz fragen. Geh wieder an die Arbeit oder ich mach dir Beine. Was zur Hölle willst du denn noch? Okay, die braucht nicht so zickig sein, ist ja schrecklich. Gut, Goldrausch. Ach ja. Wir können ja bestimmt noch mal mit Sam reden. Broga ist erledigt. Hey, du bist besser als ich gehofft hatte, mein Freund. Ich sehe in deinen Augen, dass dir diese Geschichte noch nicht reicht. Du wirst noch so einigen Leuten hier auf der Insel großen Ärger bereiten. So viel ist schon mal klar. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Hier, das wirst du sicher gebrauchen können. Tja, dann werde ich mich gleich an meine eigentliche Arbeit machen, was? Viel Glück und pass auf deinen Kopf auf, Kleiner. Wir sehen uns. Gut. Deine Hütte gehört jetzt mir. Treib's nicht zu weit. Du wirst es bereuen. Ja, ja. Und jetzt verschwinde. Wir rechnen noch ab. Verlass dich drauf. Gut, jetzt geht er aber immerhin. Gut, mit Craig können wir nicht mehr reden. Mit Lorenzo können wir höchstens noch ein bisschen quatschen. Wir können auch die zweite Stufe Schlösser knacken lernen. Ich will ein besserer Dieb werden. Zeig mir, wie ich schwere Schlösser knacke. Das Prinzip ist das gleiche. Du drückst den Sperrbolzen herunter und anschließend versuchst du, das Schloss mit dem Dietrich zu knacken. Nur, dass diese Schlösser natürlich viel komplizierter sind. Solche Schlösser sind teuer und beschützen daher oft wertvolle Sachen. Gut. Haben wir das auch gelernt? 5 Lernpunkte haben wir noch. Könnte man theoretisch auf Geschicklichkeit tun oder später auf Mana. Sonst... Akrobatik können wir später auch noch lernen. Wäre auch sinnvoll. Auf jeden Fall können wir noch ein bisschen was investieren, aber ich glaube, am sinnvollsten ist es, wenn wir uns jetzt die Lernpunkte einfach aufsparen. Das, glaube ich, macht jetzt mehr Sinn. Mit Rachel können wir bestimmt noch mal drüber reden.
wegen deines Lagers. Die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein. Ich hab schon gehört. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Nimm dieses Gold. Gib aber nicht alles auf einmal aus. Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Wirklich? Na gut. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ist nicht wahr. Ja. Hier, nimm dies als Anerkennung von mir. Ich will hoffen, dass es jetzt auch einige Zeit so bleibt. Ich auch. Ich will mich hier nicht kaputt arbeiten müssen. Jetzt haben wir fast wieder 200 Gold. Das heißt, wir könnten bald wieder das Schwert kaufen. Gut, gehen wir mal mit Lorenzo ein Stückchen. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was. Ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung. Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Aber frag mich nicht was. Ich habe keine Ahnung und es ist mir auch egal. Schon gut. Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das darum liegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Okay. Abgemacht. Geh vor. Na, dann wollen wir mal. Folge mir. Gut, speichern. Immer wichtig. Aber ich ist schon klar, dass es in der Nähe keine Tempelruine mehr gibt. Beziehungsweise da ganz oben, aber da werden wir nicht mit Lorenzo hingehen. So, du Großmaul. Hier sieht uns keiner. Jetzt unterhalten wir uns mal ein paar Takte. Ich hab's gehabt. Typen wie dich kenne ich, die machen nur Ärger. Bringen wir's hinter uns. Zieh deine Waffe. Jetzt sprichst du meine Sprache, Arschloch. Na dann mal los. So, wir machen zum Glück schon ganz gut Schaden. Die Holzfällerachs will ich aber noch aufheben. So. Können wir wieder für teuer Geld verkaufen. Du bist ja immer noch hier. Tja. So schnell wirst du mich nicht mehr los. Ach, mach doch, was du willst. Ich hab doch keinen Bock mehr, mich mit dir herumzuärgern. Gut, dann gehen wir halt wieder. Aber jetzt, da Lorenzo weg ist, können wir ja theoretisch die Truhe da in dieser einen Hütte mal ausräumen. In der Hoffnung, dass Craig in dem Moment nicht reinguckt. Und, oder dieser Handlanger. Hey, du! Was schleißt du da rum? Ja, Entschuldigung. Jetzt dreht doch erstmal um, ich mach doch nichts. Zieht weiter eurer Wege. Okay, dann wollen wir mal. Verdammt. ...95 Gold, einen schweren Ast und 14 Pfeile.
Ja, haben wir schon ein bisschen mehr gefunden. So. Wir haben leider einen Dietrich verloren. Das war nicht optimal. Aber wir können auch die Truhe von Oskar noch ausräumen. Machen wir auch jetzt einfach. ...15 Gold, Knüppel, Goldschmiedszange und ein Stahlrohling. Alles mitnehmen, was wir hier kriegen können. Die Bude von Rachel wäre natürlich auch noch eine Option. Da müsste auch eine Truhe drin sein, oder? Ja. Allerdings, da Rachel immer an diesem Herd steht, werden wir da nicht so leicht rankommen. Ich glaube, davon lassen wir jetzt auch erstmal die Finger. Wir könnten jetzt theoretisch die Audienz beim Don suchen. Aber vorher verkaufen wir noch ein paar Sachen. Und kaufen erstmal das Schwert. 200 Goldmünzen. Gib mir das Goldschwert. Ich frage mich wirklich, wem du das ganze Gold gestohlen hast. Ach, kann mir auch egal sein. Hier hast du das Schwert. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass ich das Schwert gefertigt habe, wenn du es dem Don gibst, klar? Ja, ja. So. Zeig mir deine Ware. Den Kronleuchter oder Kerzenleuchter können wir verkaufen. Machete, Dornkeule, zwei Knüppel, Holzfäller-Axt und Pfeile. Verkauf mal alles. Hast du hier irgendwas Tolles? Ui, Dietriche. Dietriche nehmen wir mal 3. Den Rest handeln wir normal. Dann haben wir wieder ein paar Stück, die wir verbraten können. Verbraten, bläh. Okay, erstmal wieder aufs Kommentieren konzentrieren. Oh, dann können wir jetzt zum Don gehen. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich habe ein Geschenk für den Don. Das ist ja schön für dich. Dann zeig es Rachel, seiner Frau. Ich habe das nicht zu entscheiden, ob du hier rein darfst oder nicht. Okay, dann gehen wir vorher noch zu Rachel. Das habe ich vollkommen vergessen. Ich könnte auch mal wieder festspeichern. Das machen wir auch jetzt mal. Let's play. Überspeichern. So, fertig. Oh, Rachel. Ich habe hier das goldene Schwert, das dein Mann haben wollte. Hat Oskar es tatsächlich geschafft? Großartig. Ein wahres Meisterwerk. Wenn wir diesen erstklassigen Goldschmied nicht in unserer Mitte hätten, dann... Jetzt halt mal die Luft an. Ich will zu deinem Mann. Ach so, ja. Richtig. Du kannst zu ihm. Er wird sich über das Schwert sehr freuen. Okay, und wenn nicht, ist mir das auch egal. Okay, jetzt können wir endlich zum Don. Aber wir wollen uns den Don gar nicht anschließen. Wir wollen einfach mit ihm reden. Halt! Keinen Schritt weiter. Wie sieht's aus? Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich muss aufpassen, dass Typen wie du nicht ohne Erlaubnis zu Don Esteban reinspazieren. Also mach, dass du wegkommst. Rachel sagt, dass ich mit dem Don sprechen kann. Tatsächlich? Das soll ich dir jetzt einfach so glauben, ja? Ich kann sie dir ja herholen. Bin gespannt, wie sie reagiert, wenn ihren Anweisungen nicht Folge geleistet wird. Ja, ja, schon gut, geh rein. Aber mach keinen Unsinn, klar? Nee, nee, ich werde nur diesen ganzen Haufen, der da liegt, mitnehmen. Kämpfer, du siehst ein bisschen aus wie Broger. Ui, hier können wir was lesen. Machen wir auch gleich. Gold und Wasser. Die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Da ist noch eine Pflanze, die nehmen wir auch mit. Sonst, glaube ich, dürft hier nichts hin, was wir mitnehmen können. Ui, wir können hier nochmal ein bisschen lesen. Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Rezeptur, können wir die einfach nehmen? Ja, tatsächlich, geht einfach. So, hier liegt nichts mehr rum. So. Hey du, was fällt dir ein, hier einfach reinzuspazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich komme, um dir meine Dienste anzubieten. Ach, so ist das. Ich habe schon genug Leute. Warum glaubst du, sollte ich gerade ein besonderes Interesse an dir haben? Ich bin gut. Dann überzeuge mich. Und zwar schnell. Wenn du das allerdings nicht schaffst, werde ich dich persönlich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Ich habe das goldene Schwert, das du wolltest. Das ist Oskars Werk. Das sehe ich sofort. Die Arbeit eines geschickten Goldschmieds.
Du musst einiges angestellt haben, um es dem alten Zausel abzunehmen. Sehr beeindruckend. Hier, für diese Leistung hast du dir einen Teil meines Goldes verdient. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist dieser Kerl, über den sie hier alle reden. Du hast da draußen bei meinen Männern einen ganz schönen Wirbel veranstaltet, Freundchen. Selbst meine rechte Hand, Fincher, ist auf dich aufmerksam geworden. Und das will was heißen. Er meinte, du hättest Potenzial. Naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich werde dir trotzdem eine Chance geben. Wegen deines Goldhaufens. Mach dir mal weniger Sorgen um das Gold. Kümmere dich lieber um deine Aufgaben. Ich hab schon verstanden. Na also, das ist auch besser für dich. Wie ist die Lage? Dir ist sicher nicht entgangen, dass wir hier in dieser modrigen Tempelruine festsitzen. Der Inquisitor hält die Hafenstadt und die Vulkanfestung in festen Händen. Er krallt sich mit seinen Klauen daran wie der Wolf an seine Beute. Tag für Tag schickt er seine Leute aus, um die Ruinen auf dieser Insel zu erschließen und auszubeuten. Und fast täglich werden es mehr. Jeder, der nicht spurt, wird in seine verfluchte Vulkanfestung verschleppt und zwangsrekrutiert. Was sucht der Inquisitor in den Tempelruinen? Ich weiß nur, dass die Weißen alles, was sie dort finden, zu ihm in die Vulkanfestung bringen. Die Magier der Vulkanfestung unterstützen sie dabei. Sie scheinen mittlerweile fast jede Ruine auf dieser Insel zu kontrollieren und zu plündern. Diesen Tempel hier haben sie bisher gemieden. Die große Frage ist, wie lange noch? Die Weißen haben euch noch nie angegriffen? Noch scheuen sie den offenen Krieg mit mir und meinen Männern. Doch wenn sie in den anderen Ruinen nicht finden, was sie suchen, dann werden sie hierher kommen. Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ich kontrollierte den Handel, die Freudenhäuser und die Warentransporte der Hafenstadt. Doch dann kam der große Knall und die ertragreichen Jahre waren gezählt. Es herrschte Chaos in den Straßen. Der Handel brach zusammen und die Bauern wurden von den Biestern aus den Tempelruinen bedroht. Doch das Ganze hatte auch etwas Gutes. Wir erkannten schnell, dass in den Ruinen eine Menge Gold zu finden war. Also verließ ich mit meinen Leuten die schützenden Mauern der Stadt, um das Gold zu bergen. Dummerweise übernahm der Inquisitor genau in diesem Moment der Unachtsamkeit die Macht über die Insel und meine Stadt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also tat ich das einzig Vernünftige. Ich wich zurück, hierher, in diesen Sumpf. Was ist dein Plan? Ich will meine Hafenstadt zurück, bevor der Inquisitor mit seiner weißen Armee hier angerollt kommt. Dazu habe ich vor geraumer Zeit einen meiner besten Männer in die Stadt geschickt. Er soll von dort mit ein paar Leuten meine Rückkehr vorbereiten. Doch seit einigen Tagen höre ich keinen verdammten Mucks mehr von ihm. Das ist inakzeptabel. Ich habe genug gehört. Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte jemanden, der sich in der Hafenstadt unter meine Leute mischt und herausfindet, was zur Hölle da schiefläuft. Du bist noch nicht lange hier. Du hast ein unverbrauchtes Gesicht und Feuer im Bauch. Ich habe keine Ahnung, ob meine Jungs noch leben oder, noch schlimmer, allesamt könnten übergelaufen sein. Du könntest für mich in die Hafenstadt gehen und herausfinden, was zur Hölle da los ist. Alles klar, das werden wir machen, aber wir werden seine Männer nicht unterstützen. Beziehungsweise wir werden seinen Männern nicht helfen. In Ordnung. Ich werde für dich zur Hafenstadt gehen. Gut, dann geh und finde heraus, ob meine Leute noch loyal sind. Also erzählst du besser niemandem, dass ich dich geschickt habe. Ach ja, eine Sache noch. Ja? Der Inquisitor. Sammle alle Informationen, die du über ihn kriegen kannst. Hier in diesem Loch bin ich taub und blind. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da draußen wirklich ist. Ich muss wissen, was dieser Fanatiker vorhat. Und lass dir nicht zu viel Zeit, sonst komme ich dich holen. Klar? Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Hafenstadt. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.